Willkommen zu Baldur's Gate. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen vor dem Tempel der offenen Hand. Wir haben da ja schon mal so ein kleines bisschen reingeschnuppert. Aber jetzt nehmen wir den Vordereingang und gucken mal, was passiert. Was hier los? Hallo. The priests will open the temple up again. You will see. The good people. Holy people. Holy people, okay. Oh! Das Amulett! Es spricht. Moin, ich will rein. The crying one weeps today. Our father Logan is dead. Murdered. Oh nein! Was ist passiert? I don't want to talk. My heart is in mourning. Okay, dann. May Ilmater guide your footfalls, stranger. Gut, ich gehe dann einfach mal rein, oder? Ich guck mir das mal an. So, guten Tag, Bill. Bruder Bill, der BB. We let more outsiders in and more Baldurians die. Duke Stelmane, Father Logan. It's no coincidence. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Logan? How did that work out? Er wurde ermordet, habe ich zumindest gehört. Exactly. Logan let a killer into our temple due to his misguided compassion. His faith got him murdered. Das ist ja schrecklich. I beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Logan knew that. We don't pick and choose who we aid. Wenn Vater Logan wählerischer gewesen wäre, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Father Logan instructed us to welcome everyone. That was his edict. That is Ilmater's edict. All I'm saying is we'd be a lot better off without murderous refugees roaming the... Enough, Bill. I'm sorry. Echt mal, Bill. You had to witness our squabbling. Our temple is open to you. Walk well. Okay. Ich dachte, der ist zu. Ja gut, ist nicht zu. Dann will ich mich doch hier mal umschauen. Was ist denn das für ein fettes Viech? Ein Elefant. Na, guck mal einer an. Look, Investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. Was you ist das? Are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Is this... Der Elefanten-Sherlock? Shitty little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits the rector of Ilmater. Ah, ich weiß, wie nervtötend Planadewesen sein können. Besonders welche von Celestia. Thank you. I wouldn't normally speak so harshly, but these are rather unique circumstances. Two people just died on temple grounds. Our High Priest Father Logan and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Also wenn ihr meint, die Ermittlerin hätte keine gute Arbeit geleistet, dann kann ich den Mord gern für euch untersuchen. Gegen eine kleine Spende, versteht sich. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Wonach sollte ich denn Ausschau halten? Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder suicide angle, really. Aber mal was anderes. Könnt ihr mir sagen, wo ich Shira Clavin finde? I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid.
Shira passed away last year. Och nein. Mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. Na gut, dann wo finde ich die Ermittlerin? Shireta's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Alles klar. Dann. I really hope you find something. For all our sakes. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich glaube, der Elefant war's. Ganz ehrlich, der Elefant war's. So, dann schauen wir uns hier mal ganz genau um. Das Buch, sehr verdächtig. Hymnen über die Bedeutung der Selbstgeißelung, immer gut. Selbstgeißelung for the win, Leute. Na gut, wir haben freien Zutritt, das war ja einfacher als gedacht, ne? So, was haben wir hier? Ah, visitors kindly keep to common areas. Food will be served at meal times. Der Bruder Dominik. Donik. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Ja, guten Tag. Ich untersuche den Mord an Lorgan. Was wisst ihr darüber? I know it's not fair. This was the best job I ever had. Lorgan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. Ihr glaubt also nicht, dass es Brilgor war? No. Brilgor was a nice bloke. He came a couple of times for soup. Potato chowder was his favorite. Didn't seem the murderous type. But what do I know? Na, könnt ihr mir sagen, werter Herr, wo finde ich denn die Leichen? We toss Brilgor out back. Sister Rose has Lorgan in the infirmary, preparing him for a decent burial. You could pop your head in and pay your respects. Oder ich wirke mit Totensprechen auf ihn. Haha! Eine verzierte Holzluke. Und hier liegt noch Blut. Das klingt gut. Lass uns mal gucken, was hier los ist. Hier ist eine Blutspur. Vielleicht mal ein kleiner Quicksave. Man weiß ja nie. Ein kleiner Beutel. Ja, sollte man schon mal nachgucken, ne? Ob man da nicht... Ich glaube, das war ein Beweismittel. Oh, okay. Stapel Handtücher haben wir auch mitgenommen. Ja, alles Beweismittel. Das nehmen wir alles mit. Man weiß ja nie, ob man es nicht noch braucht, ne? Auch die Zwiebel im Obstkorb. Gilt Zwiebel als Obst? Nee, ne? Ja. Nun ja. Guten Wein. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass ich bezahlt werde für diesen Job hier als neuer Ermittler. Dementsprechend nehme ich mir einfach meinen Lohn aus der Küche. Weißt du? Die haben ja nichts hier. Kannst auch nichts verlangen. Aber so ein bisschen was zu futtern, weißt du, das geht immer. Kann man machen. So, dann schauen wir uns das hier mal an. Gehen wir mal hier. Schrei nach Rast. Ja, sehr viel Blut, sehr viel Blut. Mal die Kerze anmachen hier, man weiß ja nie. That's curious. Aha, ein heraldisches Zeichen. Aha, ein Knöpfli. Siehste, Case solved. Was ist das hier? Ein Kampfstab. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerne Sachen, die hier so rumliegen, einfach ins Lager schicken möchte oder wollen würde. So, wir haben den Knopf haben wir gedrückt, ne? Hat der jetzt irgendwas geöffnet? Nobody knows. Zumindest sieht man hier nichts. Ich möchte mal kurz zurück. Diese Mistgabel. Weißt du? Weiß ich nicht. Sehr verdächtig, diese Mistgabel. Wir nehmen die mal mit. Als Beweisstück. Ah. Okay, also ich weiß nicht, was dieser Knopf jetzt gemacht hat. Aber irgendwas Wildes hat er bestimmt getan. Blattmusik, da ist bestimmt was, da steht was drin, oder? Ah ja, oder an die Unterdrückten.
Eine laute Handtrommel, Herbstkrokus. Ja, die Herbstkrokus nehmen wir mit. Schrei nach Rast. Ein feuchter Schrei. Okay. Aha. Spannend. Spannend, spannend. Ah, ein Silberglas. Das sollte man vielleicht mal mitnehmen. Todesriten des Imata. Gepeinigte Gläubige. Lalala, lalala. Okay. Zu den Müden. Mhm. Nun gut. Nun gut. Mal hier weiter. Ist das ein Chaos? Oh Gott. Das ist eine Höhle. Eine riesige Höhle. Bevor wir in die Höhle gehen, schauen wir uns aber erstmal den anderen Raum noch an, glaube ich. Hier. So, lass uns mal gucken. This must be where Shira Clawen is buried. Gucken wir mal. Das ist ein Zombie. Also. Here lies Rhaloric Windbane, born 1399 DR, died 1486 DR. Oh, hat ein langes Leben gehabt, ne? No traps, please. Here lies Satida Atana, born 1411 DR, died 1485 DR. Mhm. Here lies Flinster Sunseeker, born 1400 DR, died 1456 DR. Here lies Sister Shira Clawen, date of birth unknown, died 1491 DR. Here it is, the tomb of the Amulet Spirit's granddaughter. Time for a family reunion. Huch, ich hab, da ist ein Geist. Oh. Darling Shira, faithful to the crying god. Long didst I wait, only to find thine empty flesh. Gone thou might be, alas. Soll ich das Amulett jetzt einfach da... Huch! Oh, honored Shira! Her spirit hath fled, and her body but merely a husk! Na, ist schon ziemlich lustig. I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Arkane-Kunde, ich möchte wissen, was ich vom Gebrechen des Mönchs weiß. Och, 15, das kriegen wir nicht hin. Oder vielleicht doch. Wer weiß. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill. But earning it may come at the cost of wisdom. Hm. Was geschieht, wenn ich ja sage? Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Ich glaube, ich verzichte. So geil ist der Zauber nicht. Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. Das ist arschig gewesen. Jetzt möchte ich anmerken, ziemlich arschig. Ah!
Ey, das war ein ziemlich mieser Move, sag ich ganz ehrlich. Du kriegst auf die Schnauze. Au. Wow, 70 Heilung. Au. Verdammt, hauen die hart zu. Der liegt jetzt am Boden. Haben wir jetzt Schaden genommen? Nee, ne? Geil. Oh ja. Wir machen aber auch gut Schaden, ne? Kannst du nichts sagen. Beißen ist ja hier nicht so, aber wir können nochmal kleine Zugabe geben. So, ich glaube, es ist Zeit für die mächtigen Schutzgeister of the Universe. So. Don't even catch my breath. 1, 2, 3. Bams! So. Eternally cursed, then, my spirit being. I know. Morning Lord, I call to thee. Lend your forbearance. No. No. Plop, weg war da. I hate it had to end like this. A torturous fate by any measure. Ah, das Amulett. Haben wir das jetzt noch? Das würde mich interessieren. Okay. Ja gut, ne? Warum auch nicht? Quick Rest. Hat gut wehgetan, der Spaß. Haben wir jetzt das Amulett noch? Ja. Wir haben das Amulett immer noch. Moving in. Cool. Gut, wollen wir die vielleicht mal wieder schnell hier, weißt du, so. Nö, wollen wir nicht, okay. Dann lassen wir's. Gut, dann haben wir die Sache mit dem Mönch geklärt. Ob das jetzt gut war oder nicht, ja, ist mir ehrlich gesagt auch irgendwie... Was soll ich sagen? Step carefully. There's a trap. Das ist mir jetzt auch irgendwie relativ. Well, so. Entschärfen. Boah, komm schon. Geht doch. How for a skeleton key? Ach, komm schon. Ja, es ist so echt. Was hat er denn heute? Was hat er denn heute? Geht doch. Ah, was hat er denn heute? Wow. Warum ist das mit einer Falle gesichert? Wieso? Keines Schloss, ja. Person beherrschen, ja, der möchte gern Heilige. Gar nicht so einfach, das anzuklicken. So. Aha, ja. Okay, langweilig. Ich habe gehört, heiliges Wasser könnte helfen. Die Lehren des Ilmatar. Gut, gut. Gut, gut. Auch nicht so spannend.
Oh, das ist schon ein bisschen spannender. So, Sanduhr ist bestimmt was wert. Die Wunder der Vorstadt. Ein Bericht über angebliche wundersame Phänomene. Ein Kunde von Güldrow-Winkeleisen ist überzeugt, dass seine Wunden mächtig schnell verheilt sind, nachdem er sich an der Esse verbrannt hatte. Aha. Okay. Weiterhin Suppe, obwohl die Küche geschlossen hat. Hände eines Mannes waren mit Pferdezügeln gefesselt. Er behauptet, das sei ein heiliges Symbol. Maneb Nestor berichtet, sich seiner Pflicht nahe zu fühlen, seit er im Flüchtlingslager ist. Okay. So. Ja doch, wir müssten da schon, oder? Hopp. Kurz mal speichern. Nicht, dass wir gleich irgendwie dumm drauf gehen. Kommt die Gruppe hinterher? Natürlich nicht. Wie soll's auch anders sein, ne? Attention. Wie soll's auch anders sein? Natürlich. Kommen die nicht hinterher? Das hätte man sich denken können. Kommt der so rüber? Nee. Ist ja keine Karlach. So. Oh, speichern. Nicht, dass wir das nochmal machen müssen. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, weißt du? Auf das blöde Gehüpfe. Nie wieder. Nie kriegen wir spaßigen Zorn. Rudd. Mutz. Oha. Zom. Oh, was ist das denn schon wieder? Hör mal. Das gibt's doch nicht. Alter. Better not be cursed. Gehen wir. Das sind bestimmt Schurken, aber. Ich möchte mit denen reden. Okay. Gut. No surrender. Well, well. Look what we have here. Geil. I miss this. Jawohl. Paul Rudd. Trifft nix. Loser. Trifft nix. Loser. Wer? Kriecherschleim, hör auf. Komm schon. Das muss doch nicht sein, oder? Na, schauen wir mal, dass er vielleicht. Boah, einfach mal 5 Kilometer geflogen. Ach. Jawoll! Aha! Wieder mal Doppelgänger. Another fight. Let's go. Es sind wieder. Wo ist ein Schattenherz? My face protects me. Kotzwirk!
Ich krieg zu viel des Guten, ich sag's euch. So, meine Fresse. Gebt mir das auf den Sack an diesem Spiel, ey. So, Mutz. Mutz ist tot. Als ob wir Schattenerz gebraucht hätten. Haha. Todesbote zum Lesen. Aspirant Dolor ist talentiert, wenn auch etwas zu sorglos. Der Dolch, den er zurückgelassen hat, liegt irgendwo in diesen Höhlen. Ich weiß jedoch nicht wo. Ich kann ihn riechen. Der Angstduft seiner Morde steht nach vollbrachter Tat in der Luft, weil er sie zunächst mariniert. Sie stehen, liegen, sitzen stocksteif da, während das Gift ihre Glieder mit Blei füllt. Schnauze! Schnauze! Sie stehen, liegen, sitzen stocksteif da, während das Gift ihre Glieder mit Blei füllt und kennen nur noch zwei perfekte Fakten. Sie werden sterben, sie können nichts dagegen tun. Das sind doch Beweise, oder? Blumenschlüssel. Freiguss Klitsche. Der wird nicht mit uns reden wollen. Oder? Okay. The corpse regards you lifeless. Verstehe ich nicht. Also irgendwie reden die mit dir, aber nur, wenn Larian das möchte, ne? Habt ihr Vater Lorgen umgebracht? Dolor did. Splendid. Kill. Hat jemand eine Kamera dabei? Wer ist Dolor? Blood red dwarf. Tricky. Hungry. Wo ist er jetzt? The corpse remains silent. Ah, verdammt. Does not know. Wem dient ihr? We. The corpse tries to speak, but something prevents it. Mhm. Wie viele von euch sind noch hier? The corpse remains the spell's pet. Verdammt nochmal, der kann ja, weiß ja gar nichts da. Hör mal. Okay. Spannend. Ist nur eine leise Tür. Schauen wir uns mal an. Also, wir suchen Dolor. Kurz mal speichern. Da unten ist so ein... Da sind noch... Lironstar... Wahrscheinlich haben sie deren... Körper angenommen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Looks like these people were trying to hide in the tunnels here. Rather unsuccessfully, it has to be said. Ei. Oh. Ja, die brauchen es ja jetzt nicht mehr, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Bitte um Almosen. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, laufen die jetzt irgendwo als Doppelgänger herum? Weil das wäre jetzt nicht... Oh, scharfe Würstchen. Ja, kenne ich. Damit habe ich Erfahrung. Zwinker. So. Können wir mit denen reden? Wahrscheinlich nicht. Aber... Ja, Klassiker. Larian möchte nicht... Also machst du's nicht. Gut, ich kann sie nicht verübeln. Na, also man muss ja auch mal realistisch bleiben.
Wenn die für jede gottverdammte Leiche einen extra Dialog geschrieben hätten, dann wäre das Spiel wahrscheinlich in 10 Jahren noch nicht fertig. Ja, darf man jetzt einfach auch... Muss man jetzt einfach mal sagen. Ja, also, bin ich jetzt nicht sauer? Here we go. Hätte man es anders lösen können? Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht, indem man die so entstellt schon, dass sie gar nicht mehr reden können. Aber dann hast du halt haufenweise überall entstellte Leichen herumliegen. Das ist ja auch nichts. Also es ist, wie du es machst, machst du es falsch. Warum ist da eine Todeswolke und kann ich... Und die kann man doch bestimmt vertreiben, diese Todeswolke, ne? Muss mal gucken. Wish I had a bag of holding. Na, jetzt schauen wir erstmal hier runter. Ganz munter. Wie Gunter. Todeswolke. Bestimmt kann man die irgendwie weghauen. Aber ich weiß noch nicht wie. So, jetzt schauen wir uns erstmal die Leichen hier an. Oh, das sieht ja auch wild aus, ne? Someone was arranging. Oh! Abgetrennter Torso eines Narren. A colorful torso, torn and butchered. Hello, Dribbles. Wir haben was von Dribbles gefunden. Und warum stand da jetzt Orin's Nesserstein? Hä? Kann mit denen reden? Aber hier hätte es Sinn gemacht. Die hatte den Torso, obwohl, nee, die haben das. Ah, die haben ja das so. Ach Gott. Ekelhaft. Die haben da den Torso quasi drauf geklebt. Das ist ja ekelhaft, ey. Hier sind wir hergekommen, ne? Okay. Hm. Oh. What's that? Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Hallo. Oh. Reglosmacher. Ist das die Mordwaffe? Wahrscheinlich, ne? Krass. So much blood. Must be where Father Logan was slaughtered. Krass. Wir haben die Morde aufgeklärt. Nice. Wo sind wir jetzt? Ah. Warte. Jetzt sind wir hier unten. Und da. Ja. Okay. Cool. Fantastisch. Fantastisch. Gut. Nächste Folge. Geben wir Bescheid. Und das war's wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war ja einfach, oder? Naja, egal. Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt ein Like und schreibt einen Kommentar. Das unterstützt diesen Kanal. Und das brauche ich leider, weil sonst... Ja, müssen wir hier mal irgendwann Schluss machen und das wäre ja auch doof. Das ist jetzt keine Drohung oder so, aber... Ne? Das ist halt nun mal so. In diesem Sinne. Upsa. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.